Einen schönen Gruß vom LSC an, an Kalle. Okay, er hat mich ausgerichtet. Wie muss ich passieren? Ah, wie geil. Ich kann mir, oh. Ich kann mir richtig gut vorstellen, ey, wie ihm der Kragen platzt. Vor allem, wenn er ihn auspackt. Oh ja, ich freue mich schon drauf. Warte mal, wenn alle ihn mitnimmt, dann muss er ihn ja von der Polizei rausgeben lassen bei Verwahrstelle. Oh yes, oh yes, das wird geil. User joined your channel. Na gut, aber ich gehe jetzt, glaube ich, nochmal in Dienst. Es merkt man leicht an deiner fiesen Lache. Okay, lass uns starten. Bis später. Bis später. Bis später. Man wirkt die Schadenfreude kaum an. Ich hätte es nicht so sagen. Na gut. Er freut sich mit ihm. Keine Freude drauf. Was ist Zeit jetzt? Oder blau lackieren? Blau. 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 Nein, blau. Lila. Ich hab pink blau verstanden. Elektrisch blau. Hab ich auch. Elektrisch blau pink. Oh. Nee, elektrisch blau sieht total scheiße aus. User joined your channel. Welches Auto überhaupt? Matt Violett. User left. Drifter. Das heißt Violett. Drifter? Oder? Ja. Yep. Drifter. Oh, wir haben erst vor kurzem einen. Ja, na, hol mal rein. Ich guck mal, was wir also da haben. Überleg. So, wir haben nur noch elektrisch pink da verstanden. Gut. Ja. Morgen wird nur elektrisch pink lackiert. Morgen bin ich da. Elektrisch pink bestellt, das gibt's doch nicht. So eine Scheiße, mein Vorrat wurde wieder aufgefüllt. Ja. Yeah. Wieder aber zu viel bestellt. Wo wir bei Thema Autos gerade eh die ganze Zeit sind. Helly, was ist eigentlich mit deinem Rapid GT Classic? Ich hab den seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Ja, ist ein bisschen scheiße, Originalteile herzukriegen. Ich hab die letzten auf die Daltplatte gesetzt. Ah. Ja. Das hat mich fast umgebracht. Moin. Also nicht wortwörtlich, aber im Autoherzen. Wow, checken schon. Jetzt stehen die alle genau da, wo ja, ich meinen Katalog liegen habe. Ach ja. Nee, ich versuche wieder aufzubauen. Ja, wenn du Hilfe brauchst, sagst du Bescheid, weil ganz ehrlich, wo ich eingereist bin, ich hab mich so drüber abgekotzt, dass du das Auto hast. Wieso? Weil ich das auch kaufen wollte. Was hindert dich daran? Weil deiner einzigartig ist. Und das soll auch so bleiben. Ach, du wolltest genau so gut haben, oder? Blau. Nein, andere. Eigentlich wollte ich dieses klassische britische Grün mit matt-schwarzer Motorhaube. Also schönes, langweiliges, dunkles Grün und Motorhaube halt in schwarz-matt. Eigentlich nicht. Das ist dann wirklich klassisch naturbelassen, sag ich mal. Ja. Immer wieder gut, diese Quickfolie. Ist die außen draufgerutscht? Nee, die Farbe verändert sich in der Sonne. Kennst du noch diese Löffel und so, die Farbe Nein, wechseln, das, wenn sie heiß werden? Das ist wie beim Polaroid-Bild. Du musst erst ein bisschen wackeln, dann kommt die endgültige Farbe durch. Genau, setz dich mal ins Auto und wackel dir mal. Nee, lass es lieber, ich will danach nicht wieder rein. Oh Mann. Oh Gott, das will ich nicht. Oh nee. Du gelandet bist im Irrenhaus. Schönen guten Tag. Ja, Irrenhaus heißt persönlich im LSC. Ja, stimmt. Das sieht irgendwie nach Arbeit aus. Du hast Augen im Hinterkopf? Komm, du hast es verschrieben mit einem ruhigen Abend. Moin, Oskar. Hallo! Oskar im Anzug, was Hallo, geht da? Hallo, was ist da hinter mir? Guten Tag. Moin! Leg mir doch nicht so ins Auto, Hampel. Oh, Mann, wir wollen immer noch Versicherung verkaufen. Wieso rennt eigentlich jetzt jeder fünfte Hampel mit einem Anzug rum? Ich könnte mir auch wieder meinen Anzug anziehen, den ich überhaupt nicht mag. Ihr erklärt mir das mal. Hm? Warum jetzt fast jeder mit einem Anzug immer hier rumläuft? Ich glaube, ich bin auch so. Ich gehe ins Bett. Gut, ciao, ciao. Sagt Oskar was? Nee, das macht auch nicht besser, ja. So Krawatte und Oberkörper frei. Das auch, ich komme morgen wieso wieder. Wieso Chippendales? Gut, ciao, ciao. Stimmt, wir brauchen noch einen Stripper für Junggesellenabschied. Ich mag noch, habt ihr noch keinen gefunden? Nein. Da war doch letztens am Strand für die Party. Ja, da, irgendwie konnte sich wieder nicht entscheiden. Wow. Wir wurden noch nicht eingeladen, also machen wir es auch nicht. Bitte? Richtig.
Aber ich kann ja schon mal anfangen. Oh. Oh Gott. Ich muss weg. Ich hab noch was auf dem Herd. Ciao, Jungs. Auf welchem Herd? Ja, genau. Wen Oscar, irgendwie das passt Ding? Die Farbe zu dir. Wow. Das ist schon eine Meisterleistung. Geh lieber weg. Na guck mal, das sind keine Lackläufer drin. Aber Alter, das... Einen schönen Gruß von LSC an Kalle. Wie hast du dich ausrichtet? Wie muss ich passieren? Ah, wie geil. Ich kann mir, oh. Ich kann mir richtig gut vorstellen, wie ihm der Kragen platzt. Vor allem, wenn er ihn auspackt. Oh ja, ich freue mich schon drauf. Vor allem, warte mal, wenn alle ihn mitnimmt, dann muss er ihn ja von der Polizei muss... rausgeben ja. lassen bei Verwahrstellen. Ach, herrlich. Oh yes, oh yes, das wird geil. Der King ist da, vielleicht checkt jetzt das. Den Limousinen haben wir es aufgemacht. Anwaltskanzlei, mit Schirmscham und Schlamützel. Okay, Liga. Wenn du Lasse nachher siehst, kannst du ihm sagen, wenn morgen Kalle anruft bei Polizei und möchte Autos verwahrstellen, dass bitte nicht nur ein Kollege anfährt, sondern mir. Anwaltskanzlei, Schirmscham, ich laber dich in der Beschwerde hinschieben. Danke. Am besten der Chief ist persönlich. Ja, das auch, Alter. Oh. Ja, du bist gerade ja. Stand an Motorrad, jetzt liegt dein Motorrad. Also bei mir ist jetzt schief. Bei mir ist auch schon Feuerschief, aber bei mir liegt auf dem Boden. Ist die Gabel krumm? Nö. Kannst du vielleicht mal wieder aufstellen? Ich bin ganz zerkratzt. Ah, jetzt steht's. Na gut, dann fahre ich auch langsam mal los. Ich muss ausschlafen, dass ich die Überraschung kann genießen. Vielleicht kriegst du raus, wann er morgen aufsteht. Oh, das wird der Tobi an sein Gesicht. Ne? Am besten, ich lass die Kamera laufen, wenn ich dabei bin. Ach ja, das wird schön. Na gut, ich danke euch für die tatkräftige Unterstützung. Ich wünsche eine gute Nacht. Jo, ciao, ciao. Bis morgen. Jo, ciao. Jo, ciao. Und scheiße, dass ich morgen nicht da bin. Können wir selber einen Arsch beißen. Ich versuche es aufzunehmen. Ich hoffe, das ist voll. Nee, halt doch genug da. Weil ich dich total ist, wie ich es Hallo. Ich habe zwar die SMS nicht gelesen, aber du kannst Gedanken lesen, gerade außer du. Alles klar, dann komm ich vorbei. Wo treffen wir uns? Garage öffentliche. Ja, super. Nee. Bis gleich. Bis dann, tschüss. Ich werde mal in Bereitschaft tun. Guck das mal. Oh. Jo. Gehen wir dann. Na dann, bis die Tage. Bis die Tage. Jo, ciao, ciao. Ciao. Da waren wir mal ins Topic. Ja. Ja, sag mal, ist bei dir gerade viel zu tun oder kannst du theoretisch Feierabend nehmen? Ich bin jetzt quasi auf Bereitschaft gegangen gerade. Weil ich mir tatsächlich gerade überlegt habe und ich habe auch gerade nicht so hart Bock zu arbeiten. Und mir jetzt auch wieder ein Feierabend, ob wir nicht irgendwie zu dritt eine Moped-Tour oder so machen. Ja. Könnte man fast machen, ich frag mal irgendwie, was sie das noch macht. Ja, okay, dann würde ich jetzt nämlich auch in Feierabend gehen. Alles klar. Alles klar. Tschüss. Gleich. Ciao. Was machst du jetzt noch? Tja, ich bin das blaues Auge. Ja, weil Lasse geht es ja auch gerade in den Feierabend. Okay, der ist gerade in den Dienst, um gleich wieder in den Feierabend zu gehen. Er hat wahrscheinlich... Ne, ich habe vorhin zu ihm gesagt, ich fliege nur eine Runde und gehe dann wieder aus dem Dienst. Ich bin heute die Prüfungsstrecke abgeflogen, ohne irgendwas anzuecken, also...
Ich hoffe mal, ich kriege bei den Heli-Scheinen, sonst können wir. Oh, bitte. Ich wollte auf die Mülltonne wegdrehen. Hallo, komm mal wieder runter. Ist alles gut chillen, Mann. Und irgendwie. Ich muss dir was erzählen. Okay, irgendwie. Ja, ich habe ein kalles Auto abgecheckt. Das ist ein riesengroßen. Dieses riesengroße Geländeding. Ja. Aus Versehen ist uns Pink drüber gerutscht. Mit pinken Felgen. Und Alexei bringt es zu ihm hoch und er wird morgen aufwachen und sich wundern. Ein eventuelles auch an der Verfahrstelle. Von wem? Von Kalle. Oh Gott! Ich muss morgen unbedingt dabei sein, wenn er es an der Verfahrstelle abholt. Oh Gott. Und muss Alexei hat gemeint, es müssen so viele Polizisten wie möglich dabei sein. Ich muss morgen ganz früh in den Dienst. Ich positioniere mich freiwillig da unten. Ängste und Anfang. Jetzt ist unser Co-Chief. Deswegen. Der hat mich bloß mal so hier blöd angemacht wegen meinem Namen. Ach ja, das war der sich da Sonderrunden drehen lassen. Und ich hab nichts damit zu tun. Gar nichts. Gar nichts. Gar nichts. Hi Toast! Hi! Was ist denn jetzt? Dass du Alter, dran hier immer gleich schlafen musst. Was ich denn? Ich dachte gerade, da ist der Typ von der Mafia wieder. Ach so. Oh, meine Nerven. Typ Mafia? Was? Hä? Nerven? Warum? Ich fahre nämlich aus dem Auto. Nicht nur das, diese tiefe Bassstimme. Ich mein Show. Warte, das kriegen wir noch besser hin. Mach das noch mal. Ich mein grad Show. Die rechte Hand von Vincenzo, der mich mal angerufen hat. Ich guck mich lieber gleich an. Was machen Sie im Fall? Okay. Jetzt wird's verrückt. Ich hoffe auf den Hinterkopf, vielleicht läuft es dann wieder normal. Was denn? War alles gut? Dass ich jetzt angehört, dass du einen Frosch im Hals hättest. Ach ja, hab ich manchmal. Oh Gott. Also falls morgen ein Kalle nach seinem Auto fragt, es müssen so viele Polizisten wie möglich an die Verwahrstelle. Ihr könnt eventuell jemand durchdrehen. Warum? Der Parkplatzwärter halt. Ich verliere gerne sagen. Keine Ahnung, das war der Parkplatz hier. Parkplatzwärter. Der Parkplatzwärter, ja. Schwieriges Wort. Für mich ist meins auch ein Motorrad. Ja, Entschuldigung. Vor allen Dingen lasse auf dem, nenn's mir mal, Bike zu sehen. War damit sogar schon auf der Crossstrecke, ja? Würde mir auch gerne eins holen, aber das kostet mir alles so viel. Mhm. Ach, warte Sie mal. Sie sind außerdem, jetzt wollen wir los, jetzt hört's auf zu regnen. Apropos Kosten. Kosten? Ja, du kriegst noch 18.000 von mir bis Ende der Woche, hatten wir gesagt. Ja, sorry. Also, hast du echt gedacht, wenn ich sag Ende der Woche von Samstag, also Sonntag hast du es denn? Einen Tag später? Wenn du Ende der Woche sagst, wenn du ein bisschen Bus fährst, es macht keinen Stress, das war ein Witz. Ich weiß, dass ich dir vertrauen kann. Hoffe ich. Ja. Entspann dich, alles gut. Ach, ey, hab doch einen Crush auf jemanden. Mhm. Ah. Aber das mit dem Crush auf denjenigen oder auf diejenige, eher gesagt... Diejenige? Diejenige. Oh, okay.
Ach stimmt, deine Nummer 1 oder was? Ja, das hat sich so ein bisschen erledigt, wenn das wirklich so ist, wie es ist. Wieso? Wenn die da irgendwas mit den Cannaboys so unterwegs ist, da habe ich jetzt nicht so Bock drauf. Da ist er dann raus. Sag es ist nicht, so. Ist es doch, Abby. Was, wer? Sag es nicht, ist es doch, Abby. Ich muss los. Kommst du denn jetzt auf den Trichter? Ja, wer ist denn sonst bei den Cannaboys? Sarah oder Sarah? Sarah ist von nee. Und vielleicht ja auch Stefan? Nein. Ist aber ein Eher. Er mit einer sehr femininen Stimme. Okay. Mhm. Vielleicht hat er zu viel getrunken. Wenn sich das bewahrheitet, dass die da öfters ist, mit denen öfters rumhängt und Dinge für die tut, dann ist es eh raus. Ja, wer von wem? Welches weibliche Wesen arbeitet da noch? Genau. Er hat nicht gesagt, dass sie für die arbeitet. Mit denen abhängt. Richtig. Bertha. Nein. Stimmt, Bertha war letztens auch dort bei denen. Sag mal, wie oft muss ich eigentlich noch das Wort Nova in den Mund nehmen? Ich hab dich nicht verstanden, du nuschelst ein bisschen. Nuschelst so, ja. Noch bitte 3 Bissen mehr, dann verstehen wir User joined your channel. Mhm, überhaupt kein Problem. Nein, Quatsch. Ein bisschen Salat im Mund, oder was? Mhm. Mhm. Wie viel Salat gegessen heute, oder was? Hä? Jetzt. Ich bin ein Hamster! Ich dachte, ich springe schon wieder auf Frösche rum. Weißt du, Hayley niest vorhin auf wie so ein richtig prächtiger Kerl. Bei ihm kommt jetzt sowas raus. Was tut sie? Hey, die hat vorhin genießt wie so einen richtig prächtigen Kerl, Mann. Die ganze Windschutzscheibe von innen war voll. Boah. Hoffentlich war es grün und hat sich bewegt an der Windschutzscheibe auch noch. Die Windschutzscheibe ist wenigstens auskalten. Ich bin gleich wieder da, ich muss mal kurz. Der Überdruck im Fahrzeug.